Herzlich willkommen zu Dieses Online-Treffen 2020, dieses Jahr als Webinar. Wir hoffen, dass es am 1. und 2. Oktober ein Treffen in Persona in Berlin geben kann. Wir müssen abwarten, wie sich die Situation entwickelt. Heute gibt es auf jeden Fall das Webinar mit den Vorträgen, die für das Treffen im März in Hamburg ursprünglich geplant waren. Der nächste Vortrag kommt von Mariana Mühlhölzer und Bago Magier über die Umsetzung der Tätigkeiten des Universitätsverlags in T-Space. Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen hat zwei Vorträge dieses Jahr im Anwendertreffen und das kommt vor allem daher, dass wir explizit auch nach diesem Vortrag gefragt haben und mal vorstellig geworden sind, ob die SUB Göttingen vorstellen könnte, wie sie das umgesetzt hat, weil wir gehört haben, dass es eine sehr tiefgehende Umsetzung in dieses Space hineingeben soll, der Workflows, der Geschäftsgänge des Verlages. Insofern bin ich sehr gespannt und übergebe euch das Wort. Ja, vielen Dank. Ich darf vorstellen, was vor allen Dingen Mariana sich überlegt hat. Und das Besondere, was sie sich da überlegt hat, werde ich euch jetzt im Verlauf des Vortrags zeigen. Hier mal gerade selber realisieren, wie ich hier weiter vorgehe. So, der Universitätsverlag Göttingen ist im Moment zu. Also ich sitze hier, Mariana sitzt zu Hause, wir anderen sitzen auch alle woanders. Und das hat folgende Gründe. Erstens, wir können uns das leisten, dass wir den Universitätsverlag zumachen und dass wir auch keine Bücher versenden, weil wir in erster Linie ein Open Access Verlag sind. Und wir sind nicht nur einfach ein Open Access Verlag, sondern wir sind Teil der Universität und Teil der Bibliothek. Das heißt, unsere Universitätsleitung gibt uns dann zum Beispiel solche Auflagen, dass wir jetzt nichts machen. Wir können natürlich dann trotzdem digital weiterarbeiten. Und wir werden gesteuert von einem Herausgebergremium der Universität. Die bestehen aus Vertretern der Fakultäten. 13 Fakultäten hat die Universität. Das bedeutet, dass der Universitätsverlag diese 13 Fakultäten in ihrer Vielfältigkeit auch irgendwie darstellen muss in der Arbeit. Wir gehen davon aus, dass Autoren und Autoren bestimmte Ziele haben beim Publizieren. Tut mir leid, dass hier mein Telefon jetzt rumrührt. Die haben bestimmte Ziele und die müssen wir entsprechend ihrer eigenen Disziplin und den Erwartungskulturen, die die anderen Autoren und Autoren und Leserschaften haben, über unsere Plattform abbilden. Und das machen wir zum Beispiel, manche Bücher, die wir haben, das obere hier, was ihr seht, Skalendokumentation, das ist eher so Work in Progress, das ist dann auch tatsächlich nur online. Das untere, was ihr seht, das Forstleute im Widerstand gegen Adolf Hitler, das ist tatsächlich ein Buch und das erscheint auch in Hardcover. Das ist relativ gewichtig und das entspricht den Erwartungshaltungen dieser Disziplinen und auch der Leserschaft, die dahinter hängt. So, in dem Moment, wo wir gedruckte Bücher verkaufen, sind wir natürlich unter den Regeln des E-Commerce. Das heißt, Mariana hat ziemlich viel Aufwand da reingesteckt, hier unsere Bestellformalitäten mit solchen, hier muss man klicken und da muss man kostenpflichtig bestellen, das entlang aller Regeln und der rechtlichen und wirtschaftlichen Regeln des E-Commerce abzubilden. Hier oben seht ihr den Warenkorb, da habe ich jetzt dieses Buch mal reingelegt, bestelle ich natürlich nicht. So, und die in die Gestaltung von Büchern fließt ziemlich viel Aufwand, vor allen Dingen, wenn es um Cover und die Coverabbildung geht. Und das heißt, die Plattform des Universitätsverlags muss diese Aufwände auch irgendwo mit abbilden. Und nun sind wir alle auch ein bisschen visuelle Menschen und das heißt, wir haben im Buchbereich, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, Neuerscheinung, Verlagskatalog, das ist natürlich das Typische, was ein Verlag so machen muss und dass wir auch hier nach bestimmten Publikationstypen filtern können. So, wir sind in der Regel visuelle Menschen und dann haben wir solche Sachen wie, da gab es auch dieses rote Buch mit dem Hund drauf. Und Mariana hat jetzt hier zum Beispiel mit D-Space diese Kacheldarstellung ermöglicht und das hat sie gemacht über das XML-UI. Also man kann bei D-Space ja zwei Arten der Frontend-Bearbeitung wählen bei der Implementierung, entweder über JavaScript oder eben über XML-UI. Was bei D-Space Mannequin heißt, Mariana hat es über XML-UI gemacht. Das heißt, hier sind XML-Konfigurationen notwendig, um bestimmte Prozesse in D-Space anzuschieben. Und das läuft bei uns eben über XML. Das hat aber auch den Nachteil,
dass zum Beispiel so Webseiten, Texte nicht mal eben flott geändert werden können, sondern auch immer über einen XML-Upload passieren. Und damit man dieses XML-UI bedienen kann, muss man das Cocoon, das Publishing-Framework, recht gut verstehen und muss ziemlich genau wissen, was da eigentlich unter der Motorhaube passiert. Das hat Mariana, ich definitiv nicht, aber Mariana kann das und deswegen nehmen wir uns die Freiheit, hier so zu arbeiten, auch weil dadurch die Updates, die wir einfahren, weiterhin problemlos laufen, weil das keinen Eingriff im Java-Code darstellt. Es ist natürlich weiterhin eine Repository-Software, das heißt, wir haben hier ganz reguläre Schnittstellen, über die wir die Metadaten in standardisierter Form rausgeben und auch den Download, also Mass-Download und Harvesting erlauben können. Und deswegen können wir auch noch andere Dienste mit da dran flanschen, weil eben die Software für diese Interoperabilität ausgerichtet ist. Eine der Sachen, wo wir ein bisschen Workaround machen mussten, aber da hat Mariana uns einen ganz guten Weg entwickelt, ist, wenn wir eine Publikation haben, die einzelne Beiträge enthalten soll, die jeweils auch einen eigenen DOI hat. Das bedeutet, dass von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein sehr diszipliniertes Vorgehen passieren muss, was man wie wo ablädt und welcher DOI wie vergeben wird. Das kriegen wir aber ganz gut hin. Aber wir hoffen, dass das dann in der Version 7 noch ein bisschen einfacher wird. Dies entspricht aber einfach den Lesegewohnheiten in diesen Disziplinen, wo auch ein Buchkapitel gelesen und zitiert und verbreitet werden muss wie ein Journal-Artikel, also mit einem eigenen DOI. Bei anderen Büchern kommen wir auch den Nutzungs- und Lese- und Rezeptionsgewohnheiten der buchorientierten Disziplinen entgegen. Das heißt, Bücher müssen begutachtet werden, sie müssen zitiert werden, sie müssen rezensiert werden. Und das bildet sich dann bei uns ungefähr so ab. Das ist zum Beispiel hier ein Fremdservice, den wir nutzen, um Begutachtungsverfahren darzustellen. Der läuft im Moment nicht so ganz reibungslos, aber für manche Publikationen haben wir das. Das heißt, man kann hier mit einem Klick auf der DOAB-Plattform sehen, wie das Begutachtungsverfahren dieses Buchs gelaufen ist. Dann haben wir hier zum Beispiel Rezensionen. Das ist der auch sehr eleganten Feature über die unterschiedlichen Zitationsstile und man kann sich das auch hier in BibTeX und so weiter runterladen. Das ist natürlich alles, weil das auch alles in standardisierter Metadatenform vorliegt und wir die Datenmodelle so hin zur Interoperabilität gepusht haben. Dann Rezensionen, das ist tatsächlich auch eine gedruckte Rezension, deswegen haben wir sie nicht verlinkt, aber das sind Dinge, die gehören bei einem Open Access Buch einfach mit zur Darstellung dazu. Hier habe ich jetzt nochmal ein anderes Beispiel, wo wir auch über die Interoperabilität der Plattform die Einbindung von anderen Services möglich machen. Das eine ist, dass wir hier zum Beispiel auch die Zugriffe zählen können, direkt aus dem D-Space raus. Die haben wir auch mit den Zugriffen auf die DOIs abgeglichen. Das passt also ungefähr, was da passiert bei uns ist im System. Wir binden über den Service von Altmetrics die Informationen, die sich über den DOI ziehen lassen, hier mit ein, messen also den sozialen Widerhall. Wir haben hier noch ein kleines niedliches Feature, das sind Annotationen, die, wenn wir sie öffnen, das ist der PDF-Viewer, den Mariana eingebaut hat ins D-Space, über den man dann auch die Annotation sehen kann. So, und was ihr hier jetzt zum Beispiel seht, ist, dass es genau eine Annotation gibt. Die habe ich gemacht. Also nur weil die Plattform das kann, heißt es nicht, dass die Nutzerschaft das auch alles mitmacht. Und diese Annotation, die hier geschehen ist, die wird tatsächlich bei uns auch wieder reingeschrieben ins D-Space, dass man sie sich hier nämlich herunterladen kann. Also nicht die Annotation selber, aber der Zugriff auf die Annotation, sodass, wenn das dann irgendwann mal in großem Stile gemacht und benutzt wird, wir hier auch die Möglichkeit haben, diese Annotation aus der Plattform raus selbst darzustellen. So, und das waren jetzt, glaube ich, hier meine maximal 15 Minuten im Höllenritt. Und wenn ihr jetzt hier Fragen zu habt, dann stehen Mariana und ich zur Verfügung. Ich eher so für die redaktionellen Entscheidungsprozesse, die jeweils immer dahinter stehen, und Mariana für die technischen Umsetzungen. Ihr habt sogar noch ein bisschen mehr Zeit, wenn ihr wollt, aber wir können sonst auch zu den Fragen übergehen.
Vielleicht kurz der Hinweis von mir nochmal. In der schwarzen Leiste vom Zoom-Client gibt es das Frage- und Antworten-Tool, in dem Fragen schriftlich eingereicht werden können. So, dann gehe ich nämlich jetzt mal einfach hier zurück auf meine Präsentation. Und wenn ihr Fragen zu einzelnen Folien habt, dann können wir da nämlich nochmal hingehen. Ich bin nämlich ziemlich flott über jene hinweggerauscht. Also du hast sehr ausführlich dargestellt, die Außenansicht, die ja wirklich gelungen ist und die, das sieht man, sehr viel Arbeit und Mühe geflossen ist, was sich aus meiner Sicht sehr, sehr lohnt. Das sieht wirklich schön aus. Wie weit nutzt ihr denn D-Space vielleicht auch zur Abbildung von internen Vorgängen? Gibt es Notizfelder, die vielleicht nach außen ausgeblendet sind? Gibt es einen im Review-Prozess vielleicht eine Möglichkeit, sich auszutauschen zwischen den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, solche Geschichten? Wir haben auf jeden Fall einen Teil unseres Begutachtungs-Workflows auch in D-Space abgebildet. Also das zum Beispiel, das hatte ich hier am Anfang gezeigt, also hier könnt ihr es vielleicht sehen, seht ihr meinen Cursor? Da ist das Herausgebergremium. Die müssen zum Beispiel alle Publikationen einmal absegnen, beziehungsweise sogar richtig in die Publikation selber reingehen und die auch begutachten und freigeben. Und das bilden wir tatsächlich im D-Space ab, diese Vorgänge und dieses da hochladen. Was wir nicht wirklich machen, da haben wir lange überlegt und Mariana hatte auch gesagt, das würden wir auch hinkriegen, diesen gesamten Begutachtungsprozess mit wer schreibt wann wem, welchem E-Mail und so weiter, das alles in D-Space abzubilden. Wir haben dann aber gesagt, das zu modellieren ist ein zu großer Initialaufwand im Vergleich zum Gewinn, weil wir hier über 50 bis 60 Publikationen pro Jahr sprechen. Und die sind, weil wir eben diese 13 Fakultäten haben, die sind so unterschiedlich, wie tief begutachtet wird oder was dann noch bemängelt wird, dass wir gesagt haben, das geht, aber das lohnt von den Durchsätzen nicht. Ja, danke. Wenn man den Prozess wirklich sauber durchmodellieren will, dann muss man ja muss man quasi einen gesamten Entscheidungsbaum vor Augen haben und den für jede Eventualität durchprogrammieren. Und da haben wir gesagt, nee, da sind wir echt mit E-Mails und Telefon schneller. Und allein das Aufzeichnen und das sich bewusst machen, was da die Schritte sind, ist ja ein enormer Aufwand, mal ganz unabhängig von der Programmierung. Die konzeptionelle Leistung vorweg ist ja auch erheblich. Genau. Und das sehen wir jetzt gerade, wo wir als Universitätsverlag am Überlegen sind, ob wir auch Journals ins Portfolio mit aufnehmen. Und da muss der Begutachtungsprozess aber deutlich standardisierter sein als bei Büchern. Also der ist bei Büchern genauso gründlich. Aber weil im Buch zum Beispiel 600 Seiten hat und über 5 Jahre Arbeit darstellt, kann der sich nicht so sehr durchstandardisieren lassen wie für einen Journal-Artikel. Ja. Deswegen haben wir davon erstmal Abstand genommen, aber das, was geht, ist wunderbar, dieses Hochladen von Dokumenten zu einem Titel. Und ich glaube, wir laden am Ende sogar den ausgefüllten Begutachtungsbogen hoch. Es gibt eine Frage dazu, wie die Annotationen gelöst worden sind. Hier wird konkret gefragt, ob das über Hypothesis, also hypothesis.is gelöst ist. Ganz genau. Was benutzt ihr? Alles klar. Und das habt ihr dann direkt in das, also die Einbindung in das D-Space, was ich vorhin nicht verstanden hatte, kann man da jetzt wirklich die Annotationen runterladen oder eine Statistik zu den Annotationen? Da war ich mir ein bisschen unsicher. Ich glaube, jetzt übergebe ich mal an Mariana. Nein, dann kann die Annotationen selbst runterladen. Also den Kontext und die Annotationen dazu. Nicht die Statistik. Danke. Ist der Webshop auch in D-Space integriert? Ja. Der ist, also der Webshop, man muss jetzt mal ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt hier auf dieses kostenpflichtig bestelle, dann ist das nicht so, dass da jetzt in unserem SAP eine Warennummer angelegt wird und ein Zahllauf angekickt wird, sondern es wird eine E-Mail generiert. Das ist aber in Ordnung so. Und das ist auch jetzt von E-Commerce-Richtlinien
komplett in Ordnung so, weil ich als Nutzerin gehe in diesem Falle ein Vertragsverhältnis mit dem Uni-Verlag ein, ich bestelle etwas kostenpflichtig und dann kriege ich das Buch mit einer Rechnung. Da ist jetzt kein Micropayment dran. Das liegt aber jetzt nicht daran, dass man das in D-Space nicht realisieren kann, sondern dass das von den Verwaltungsläufen einer Universität, und wir sind ja nun mal Teil einer Universität, so nicht möglich ist. Na, also sieht riesig aus, ist aber am Ende einfach eine tolle E-Mail, die hier losgeschickt wird. Aber der Vertrag per E-Mail darf nur deswegen zustande kommen, weil wir über die Informationen, die wir aus dem D-Space rausgeben, dem Bestellenden schon mitteilen, wie hoch die Portokosten sein werden. Das sind Informationen, die sind tatsächlich im D-Space hinterlegt. Habt ihr in Betracht gezogen, die Produkte von PKP, OGS, OMP, OCS mit D-Space zu koppeln, um die komplexen Reviewing-Prozesse, die dort zur Verfügung stehen, zu nutzen? Das ist etwas, was wir planen. Wir sind gerade dabei, mit einem Pilotprojekt für uns selber erstmal als Bibliothek, und da sage ich jetzt wirklich nicht als Verlag, sondern als Bibliothek, zu klären, inwieweit wir in diese verlegerische Verantwortung gehen. Und wenn wir das tun, dann werden wir ganz sicherlich auch so eine Verzahnung von OGS und D-Space sehen. Im Moment sind wir da noch nicht. Wir haben uns bisher bewusst gegen die Open Monograph Press Produkte entschieden, nicht weil wir die doof finden, sondern weil wir unsere Arbeitsabläufe, dadurch, dass wir das schon wirklich seit über 15 Jahren machen, schon in anderen Umgebungen so gut modelliert haben, dass wir das eigentlich nicht brauchen, diesen Umstieg. Aber gerade wenn es jetzt um die Journals geht, da werden wir mit ziemlicher Sicherheit irgendwie einen Weg finden müssen, wie wir D-Space und OGS aneinander ranbringen. Wenn ich gefragt werde, wie aufwendig es ist, so ein D-Space-Update zu machen, sage ich immer, das kommt sehr auf die lokalen Anpassungen drauf an. Das D-Space selber, ein Blanko-D-Space, lässt sich inzwischen sehr einfach aktualisieren. Selbst die Datenbank-Aktualisierungen sind automatisiert worden. Ihr habt hier einiges Arbeit reingesteckt. Wir wissen alle, mit D-Space 7 kommt eine neue Oberfläche. Habt ihr Sorge davor, was das an Mehraufwand bedeuten wird für die Migration? Das ist wahrscheinlich eine Frage für mich. Also ich würde sagen, der Update zu D-Space 7 ist ein absolut spezieller Fall. Die anderen waren kein Problem, weil das alles nur im Cocoon gemacht ist. Also man kann die Teams halt durch diese Maven Overflow eigentlich sehr leicht updaten. Ja, 7 wird ist ein Spezialfall, aber dadurch, dass da wiederum solche Sachen wahrscheinlich leichter zu machen sind, ja, mit JavaScript habe ich nicht besonders viel Angst davor. Also die Daten, wie hier jetzt die benutzte DRI-Schnittstelle, wird eben dort REST sein und ansonsten alles anstatt Stylesheets mit JavaScript zu machen, wird wohl nicht so viel Arbeit sein. Schätzungsweise. Ja, und vollkommen richtig. Mit Angular gibt es da natürlich auch neue Möglichkeiten, diese Oberfläche nochmal dynamischer zu gestalten. Ist eher leichter wahrscheinlich als hier. Aber. Ja. Bezüglich D-Space für Workflow-Unterstützung von Verlagsprozessen. Außer Review, habt ihr es geschafft, es so einzurichten, dass sich verschiedene Schritte der Buchproduktion abbilden lassen? Also zur Unterstützung der Verlagsmitarbeiterinnen? Also. Das bilden wir weitgehend außerhalb von D-Space ab. Nicht, weil man das nicht da machen könnte, sondern weil das auch an dieser speziellen Situation liegt. Wir müssen eben für diese unterschiedlichen Disziplinen arbeiten. Und das bedeutet, dass wir sehr unterschiedliche Eingangsformate haben. Und wir sind eine Serviceeinrichtung der Universität. Das heißt, wir können uns auch nicht den Luxus erlauben, zu sagen, so, wenn Sie uns hier kein TEI ausgezeichnetes XML oder LaTeX in dieser oder jener Form bringen, dann können Sie nicht bei uns publizieren, sondern wir müssen die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Und dann werkeln wir die erstmal im Word-Processor und in InDesign und so weiter durch, bis wir publikationsreife Manuskripte haben. Und erst dann wechseln die in ihre D-Space-Welt.
Die verändert sich da auch noch ein bisschen, aber nicht im DSpace selber, sondern das, was wir, also wir haben zum Beispiel noch eine Software, über die wir die Fakturierung abbilden, weil zum Beispiel, wenn jetzt hier diese E-Mail, die sich hier generiert oder überhaupt dieses Fenster, das ist eine Datenbankabfrage, ob dieses Buch in digitaler Form im DSpace vorhanden ist. Das ist aber keine Abfrage, ob dazu auch ein Buch irgendwo im Regal steht. Und so eine Abfrage, die machen wir außerhalb von DSpace und das funktioniert für uns soweit ganz gut. Das kann aber für andere Verlage auch anders sein. Und ich behaupte mal, dass je standardisierter die Eingangsformate sind, desto mehr Prozesse kann ich auch im DSpace selber abbilden. Da das bei uns aber komplett, also sagen wir mal so, da kommt Kraut und Rüben auf uns zu und dann machen wir schöne Bücher draus und dann stellen wir die online. Das, was wir hier zum Beispiel haben, ist, dass wir die gesamten Informationen für unseren Verlagskatalog hier in unserem DSpace vorhalten. Das heißt, hier sammeln wir alle verbindlichen Wahrheiten. Was kostet ein Buch? Wie heißt das? Wer ist der Autor? Das ist für uns eine unglaublich mächtige Datenbank, mit der wir hier arbeiten, weil wir sagen können, wir haben immer alles in einer verlässlichen und nachnutzbaren Form über unseren gesamten Buchbestand online und auch für uns selber. Das heißt, ihr benutzt wirklich das DSpace als Verlagsdatenbank, wo ihr selber nachschaut, welche Bücher haben wir eigentlich, was kostet der Spaß? Ganz exakt. Großartig. Wir haben natürlich auch noch Excel-Listen irgendwo im Hintergrund. Aber wenn wir jetzt wirklich vor allen Dingen, wenn wir so mal gucken, was haben wir eigentlich früher gemacht oder was ist noch so bei uns erschienen, das ist zum Beispiel was, da suchen wir dann. Oder wenn wir uns fragen, wie hieß denn nochmal der Gutachter für dieses rote Buch mit dem Hund drauf? Dann finden wir das in unserem eigenen DSpace wieder. Und wir machen natürlich auch ständig in unserer täglichen Arbeit, jemand bestellt was, wir haben eine ISBN, ich trage die hier oben ins Suchfeld ein, dann weiß ich, welcher Titel das ist. Da kann ich jemandem am Telefon gleich sagen, das Buch gibt es nicht mehr, aber das können Sie sich Open Access runterladen. Es gibt eine Nachfrage noch. Mein weiß, ob das Buch gerade im Review ist, im Lektorat ist, wartet auf die Überarbeitung durch den Autor, der Status, der Kontakt mit der Druckerei, solche Dinge. Also wirklich, ob ihr auch das begleitet mit DSpace. Alles, was jetzt die Produktion von physischen Büchern anbetrifft, das bilden wir in unserer Finanzbuchhaltung ab, weil da einfach auch Rechnungen und also Rechnung eingehende und ausgehende Rechnungen abgebildet werden müssen. Und das ist was, wo wir auch als Bibliothek sagen, wir versuchen, man kann zwar noch viel mehr in einer Repository-Software, aber in dem Moment, wo die zum Beispiel mit einem SAP interagiert, muss man sich das gut überlegen, ob man das wirklich will. Also wie sehr ist der Use Case gegeben? Deswegen haben wir zum Beispiel für die Interaktion mit SAP, also Mahnung, Zahllauf und solche Sachen, da haben wir eine andere Software am Start, weil die sich ja auch nicht nach außen öffnen muss. Ja, aber wir haben schon im Workflow diese Schritte. Also wir haben ja 3 Workflow-Schleifen und da sieht man schon, in welchem Stadium jetzt gerade die Bücher sich befinden. Die wurden erst eingereicht, die warten schon auf Peer-Review oder sind sie schon im letzten redaktionellen Schleife. Also das kann man als Redakteur oder eben, das kann man schon sehen, doch. Genau, also für uns fängt eigentlich der Prozess an, wenn wir entschieden haben, etwas wird eine Publikation bei uns. Ab dann fängt das an, im DSpace sein Leben zu entfalten. Also mal ganz ehrlich, bei einem Verlag unserer Größe schreiben uns jetzt nicht 1000 Autoren und laden irgendwo ihre Manuskripte hoch. Die kommen zu Jutta Papst ins Büro und legen da einen USB-Stick auf den Tisch und manchmal schicken sie auch irgendwas. Aber wir haben jetzt zum Beispiel nicht gesagt, aller Upload nur durchs DSpace. Das könnte man auch machen, das machen wir hier aber nicht, einfach weil es so wenige Projekte sind, die da pro Jahr durchlaufen. Es würde einfach den Konfigurationsaufwand nicht lohnen, aber das geht alles in DSpace. Ich würde mal zur letzten Frage kommen. Wie wurden die Verknüpfungen mit... Ich habe dich jetzt gerade gar nicht gehört. Ja, es stottert bei mir auch die Leitung. Ja, ich kann die Frage ja mal wiederholen. Und zwar ist die, wie wurde die Verknüpfung mit den DOIs für die Unterkapitel umgesetzt? Sind diese auch wieder mit dem Sammelband verlinkt?
Ja, also eigentlich werden sie von DOI-Sicht behandelt wie normale Publikationen, also kriegen ein eigenes DOI. Nur bei der Registrierung, wir haben jetzt keine Data-Sites, sondern Crossref-DOIs, da werden sie dann in einem Schritt, bei Crossref läuft das in einem Schritt, die Registrierung und die Metadatenablieferung, werden sie dann alle zusammen in einem Schritt registriert. Beziehungsweise das Übergeordnete muss schon vorweg registriert sein und dann alle einzelnen Publikationen, alle Teile werden dann zusammen mit dem Übergeordneten abgedatet bei Crossref. Und das setzt voraus, dass natürlich im Submission Workflow immer eingetragen wird bei den Teilen, also das Handle des übergeordneten Werkes, also des Sammelbandes selbst. Und wenn ihr hier seht, das ist zum Beispiel der 12.8., dann der erste Sammelbandbeitrag ist 12.9. Das heißt, wir zählen die hier einfach durch. Das ist jetzt nicht, dass da noch was großartig dranhängt. Das kann man sicherlich anders lösen, aber dadurch, dass bei uns nicht jeder Sammelband mit eigenen DOIs für die Unterkapitel online geht, haben wir gesagt, das ist jetzt erstmal for the time being, bevor wir auf die Space 7 umsteigen, der einfachste, pragmatischste Weg, den man gehen kann. Es wird gerade noch gefragt dazu, ob die DOIs über eine Crossref-API aus DSpace heraus generiert werden. Ja. Nee. Bei Crossref oder bei DataSite? Nee, DataSite benutzen wir gar nicht im Uni-Verlag. Ja, also die DOIs werden generiert eigentlich mit dem ursprünglich für DataSite gemachten Tools, was du ja, Pascal, geschrieben hast, aber dann für die Registrierung nutzen wir nicht deine Klasse, sondern weil auch die Metadaten viel, viel komplexer sind für Crossref als für DataSign. Das wird momentan mit Stylesheets gemacht und Cronjob. Also ein Skript, einfach ein Bash-Skript. Also nicht ganz integriert, nicht so wie bei DataSign. Wobei wir bei Solavicode demnächst wahrscheinlich auch direkt an der Integration von Crossref arbeiten werden. Ja, genau, das wäre wünschenswert, aber da gab es ein paar Tücken, für die ich keine Zeit hatte zu lösen. Und, ja. Ja. Gut, dann herzlichen Dank für den Vortrag, herzlichen Dank für die ausgiebige Beantwortung all dieser Fragen. Gerne. Und dann würde ich die Aufzeichnung hier jetzt beenden. Genau. Und ich gehe hier aus der Freigabe raus, ne?